nichts außer die Sonne und die. Lorenz Kaluppa, ich gehe in die 4D vom Gymnasium Freistadt. Das ist da ein paar hundert Meter entfernt. Wir haben das einzige Schulradio in ganz Österreich. Wir sind 24 Stunden am Tag live und 365 Tage im Jahr. Und die bekannteste Sendung ist Cappuccino. Das ist in der Früh von 7:30 bis 8:30. Und das wird einem freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Also das ist der lokale Radiosender da. Und da haben wir ungefähr so 20 Hörer so immer. Das ist gut. Da sind manche schon neidisch. Ich glaube, ja. Und der Philipp Bergsmann von Ö3 war auch bei uns in der Schule und auch beim Schulradio. Okay. Ja, danke, dass ihr Zeit nehmt und dass ich interviewen darf. Ich glaube, am nächsten Freitag werden wir die 20-Hörer-Marke überschreiten. Schauen wir mal. Wir sagen danke, Laurenz. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Wenn ihr das Wort Gymnasium hört, wie geht es euch dann? Welche Erinnerungen habt ihr so an eurer Schulzeit? Boah, also bei mir ist es so, dass ich wirklich manchmal noch immer träume, dass ich die Matura nicht schaffe oder dass ich beim Schummeln erwischt werde und dass ich also wirklich irgendwas wiederholen muss oder so. Und also ich merke einfach in der Retrospektive, wie viel Druck ich mir gemacht habe da in der Zeit, die ich sicher lockerer und mehr genießend absolvieren hätte können. Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, wie wichtig das damals für einen ist und dass man da nicht scheitern will, aber ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall lockerer nehmen sollen, ja. Ja, das ist sehr schön. Das den Druck habe ich auch gehabt. Den Druck habe ich gehabt, der war dann aber spätestens beim Halbjahrszeugnis weg. Weil dann habe ich gewusst, es wird eh nichts und dann habe ich halt wirklich, also ich war, also die Erinnerung, die ich vom Gymnasium habe, ist diese, dass ich gewusst habe, dass ich eine Lehre beginnen werde und trotzdem keine einzige Fehlstunde gehabt habe. Aber dass ich eine Lehre mache, habe ich schon gewusst beim Halbjahrzeug. Und hat der Klassenvorstand gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also du könntest eigentlich jetzt Billard spielen gehen, irgendwas während der Schulzeit, weil wir wissen eh beide, dass das nichts wird. Ja. Oder du bist trotzdem gerne in die Schule. Ich bin trotzdem gerne in die Schule gegangen, ja. Weil da einfach coole Leute waren, ja. Und weil es Spaß gemacht hat und ja. Ja, genau. Und andererseits habe ich mir auch oft gedacht, während der Schulzeit so, eigentlich kannst du jetzt nichts dafür, wer das jetzt ist, mit dem du im besten Fall 8 Jahre halt zusammen bist, weil eigentlich könnten sie ja wirkliche Trotteln sein und du musst dich aber mit dir arrangieren, weil das heißt ja nicht, also du musst Freunde finden. Ja, arm. Ja, genau. Also, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Klasse, die super ist, was schön ist, ist ja toll, aber andererseits ist es ein bisschen eine Zwecksgemeinschaft da, weil du kommst da ja nicht aus. Also irgendwie musst du mit ein paar Leuten arrangieren, die dir vielleicht gar nicht so taugen. Ja. Hörerinnen und Hörer des Schulradios natürlich ausgenommen, aber bei mir war es halt schon so, dass ich mir gedacht habe, ja, sind gar nicht alle so leibend, muss ich sagen. Momentan finden auch bei uns die letzten Prüfungen statt. Wir haben jetzt jeden Tag einen Test, eine Schularbeit oder ein Referat. Wie seid ihr damals mit dem Lernstress umgegangen und gibt es irgendwelche Tipps oder so? Du warst sicher voll gescheit. Du hast sicher nicht viel gelernt, oder? Nein. Du bist sicher so einer gewesen, der man so gehasst hat, der einfach nicht mehr mit Büchern in die Schule, nur mit Federbeinen in die Schule gegangen ist, weil alles im Kopf drin gehabt hat. Was ich dachte, Alter, was ist mit überhaupt dir? Nicht, oder? Überhaupt nicht. Und das Schlimmste war nicht immer, nein, ich hab sicher einen Fleck, wieder ein 1er 0 voller, halt die Gauschen habe ich wirklich. Hast du das? Nein, das war ich nicht. Nein, ich bin immer so solider Dreier. Das hat immer passt. Ja, ich war immer solider Fleck. Ich war immer ganz solider Fleck. Ja, du. Das ist ja gewusst, wie es Rockenwagen ist. 5 plus 3. Quersumme 4, passt super, wunderbar, sind wir durch. Das passt gut, wir hätten uns ergänzt. Also Sachen, die da liegen, da lernst du es eh gern und Sachen, die stören, da musst du halt einfach durchboxen. Das ist nervig, das ist so. Klar fällt mir das endoplasmatische Retikulum jetzt nicht mehr wahnsinnig in Biologie und ja, ob ich jetzt mit dem Taschenrechner Differential rechnen kann. Bis jetzt war es wurscht, ja. Aber es glaube ich, vielleicht kann man es irgendwie so nützen, dass man das, was einem wirklich taugt, als Ausgleich sieht
als Ausgleich sieht zu dem, was einem vielleicht ein bisschen mühsam erscheint oder vielleicht, ja, vielleicht so irgendwie. Ein Tipp beim Lernen. Text lernen, wusstest du das? Ja, warte immer mal. Immer einen Tag vorher zum Lernen aufhören. Das gibt's, ich habe wirklich teilweise immer in der Früh vor der Prüfung ist das meiste hängen geblieben. Ich bin dann extra um 5 Uhr aufgestanden. Ja, wirklich. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, irgendwer hat mir gesagt, du, am besten in der Früh, da lernst du am gescheitesten. Da merkst du am meisten. Dann bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe gelernt und habe trotzdem einen Fleck. Ich glaube wirklich, dass das nicht so gut ist, direkt vor der Prüfung. Nein, es war nicht wirklich schade. Vom Schlafen gehen, oder? So vor dem Schlafen gehen, ein bisschen was memorieren und dann einschlafen, damit sie setzen kann. Das setzen kann, und das ist auch nicht schlecht. Genau, stimmt. Ja, ja. Ja. Was ich nur sagen kann, ist das, es ist was bei mir wirklich in der Schule ganz, ganz heftig war, oder was ich jetzt erst drauf komme, es gibt manche Fächer, da hätte ich aufpassen sollen, weil dann müsste ich mir jetzt das nicht nacheignen. Ja. Zum Beispiel, was mich jetzt auf einmal interessiert, jetzt interessiert es mich, hätte ich mehr gewusst, hätte ich aufpasst. Ja, das stimmt schon auch, dass man das vielleicht manchmal in der Gegenwart nicht erkannt, dass Geschichte schon was ganz was Wichtiges ist. Genau, zum Beispiel. Ja, genau. Das kommt dann wichtig, aber erst. Genau. Und das eben. Ist ja okay, dass das erst kommt. Natürlich. Also ich habe in der Schulzeit überhaupt nicht gern gelesen, wirklich echt nicht gern. Es war immer so ein Zwang, dass ich mir das jetzt durchschauen muss, also jetzt da freiwillig quasi. Und jetzt ist das ein wunderschönes Freizeitaktivitätenprogramm. Also jetzt ist das was Cooles. Ihr macht ja kein Geheimnis daraus, dass ihr vor Auftritten immer recht nervös seid. Habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, dass ihr euch vorher ein bisschen beruhigt? Keine, die für die 4. Klasse Gymnasium Freistadt erlaubt sind. Deshalb, nein. Das ist selbst für uns nicht erlaubt. Wir trinken davor nichts und solche Sachen. Wir sind da sehr, sehr brav und lassen das auch irgendwie zu, dass man nervös ist. Weil, wenn du dir vorstellst, ein Bogen muss ja irgendwie gespannt sein, dass der Pfeil weit fliegen kann. Das heißt, das ist auch zu viel und Angst ist natürlich nicht gut. Aber wenn man sich quasi darauf besinnt, okay, das ist jetzt etwas, wo ich abliefern will, ich möchte das jetzt überzeugen, ich möchte ihnen sagen, was ich da gelernt habe, dass ich das kann, da darf man ruhig ein bisschen wurdelt sein und ein bisschen aufgedreht, aber es soll keine Angst sein. Ich glaube, wenn man diesen Spagat irgendwie schafft, das ist, glaube ich, ganz gut für eine Prüfungssituation. Ihr habt bei uns in der Schule ziemlich viele Fans, also von der 1. bis zur 8. Klasse und auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Wie schafft man das, dass man so einen großen Bereich von den Altersgruppen erreicht? Das ist, ehrlich, ich habe kein, wir fragen uns das, also auch teilweise, wenn wir ins Publikum reinschauen, sehen wir dann wirklich einfach Generationen. Und das erfreut uns immer so sehr, also wir freuen uns immer wahnsinnig, also auch, Alter, heute haben wir wieder, Wahnsinn, da hinten war 75-Jähriger, glaube ich, die hat voll mittanzt und sowas. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das... Ich glaube, es ist vielleicht irgendwie die Bandbreite von den Themen, die du behandelst, dass du halt eben zum einen halt lebensbejahende, lustigere Hymnen hast, die irgendwie einladen zum Spaß haben und auf der anderen Seite halt vielleicht eher tiefschürfendere, emotionalere Nummern. Und da deckst wahrscheinlich sehr viel mögliche Emotionen von einem Menschenleben ab, glaube ich. Also, dass man jetzt ein Elfjähriger seiner großen Liebe schmachtend hinterher weint, wird wahrscheinlich nicht so sein wie bei einer 35-Jährigen oder genau. Und dass jetzt vielleicht aber auch eine 80-jährige Dame absolut, sie denkt, sie fährt jetzt eine ins Leben. Kann man, warum nicht? Das passt ja wohl. Wir haben wieder Hooligans. Ja, kein erfolgreicher Hooligan. Das ist was war bei euch so der peinlichste Moment in eurer Schulkarriere? Boah, easy. Kann ich sagen? Okay, voll gut. Einfach. Mhm. Und zwar, mein Cousin ist auf die Welt gekommen mit einem Loch im Ohr. Ja? Also da, wo man sich normalerweise einen Ohrring stechen lässt, ist er zufälligerweise halt so auf die Welt gekommen. Und das hat mir meine Mutter ganz früh gesagt, ja, total arg, dein Cousin, der Christian ist mit einem Loch im Ohr auf die Welt gekommen und da bin ich gerade in den Kindergarten gekommen. Und da war es so, dass alle Mädel Ohrlöcher gehabt haben und alle Burschen haben sie flinzeln stechen lassen. Also die haben sie alle flinzeln stechen lassen. Also ich bin davon ausgegangen, Mädels haben Löcher in die Ohren und Burschen lassen sie das stechen. Einfach ganz klassische Empirie. Es gibt nur weiße Schwäne. Fertig. So. Ja, gut. Da haben wir gedacht, beim Cousin wird es halt bis zum Schluss knapp gewesen sein, ob Mann oder Frau, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall dann Biologieunterricht, erste Lehrklasse Gymnasium. Primäre Geschlechtsmerkmale, ja,
klar, Penis, Vagina, Brüste etc. Ja. Und Ohrlöcher. So, dann hat er mal die ganze Klasse umgedreht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß. Brauchst nicht sagen, ich bin gescheit. Ja, ist so. Ist das gut? Also so circa 3 Wochen dauert, bis ich nicht mehr Thema der Schule war. Ist also, das es, gut? Es war schon, ja, was also, bringen die im Bezerra da haben? Aber das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das ist eben so, Deduktion. Also, das ist sehr schön. Kurzzeitig gedacht, ich bin ein ziemlich guter Sherlock Holmes. Ist nicht so. Ne? Also das war bei mir definitiv einer der peinlichsten. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich brav. Das ist super. Ich habe überhaupt kein, ich weiß es nicht. Ich kann mir ja nichts. Ich war einfach ein cooles. Nein, ich war ständig peinlich. Mir hat das Peinliche aber nichts ausgemacht. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich habe. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so viele Plätze aufgeführt. Also wirklich, ich habe zum Beispiel wirklich, ich bin in eine neue Schule gekommen und dann war das der erste Tag und in der zweiten Stunde haben wir Geografie gehabt. Und da ist die Lehrerin reingekommen, hat in die Klassen geschaut, dann waren wir wirklich so 24 Leute und hat mir angeschaut und hat gesagt, du bist der Otto, gell? Und ich habe gesagt, ja, über die wird schon geredet im Lehrerzimmer. Das war am ersten Tag in der zweiten Stunde. Also ich habe nur für Plätze, es war immer peinlich, ich habe immer irgendeinen Plätze, immer peinlich. Ich war der Klassentyp. In der Schule gibt es immer wieder Ausgrenzung. Wer nicht so ist wie alle anderen, hat es ja ziemlich schwer. Wie ist das euch da so gegangen? Kommt euch das bekannt vor? Ja, also sowohl als Ausgegrenzter als auch Ausgrenzender habe ich fungiert. Ja, kann ich auch. Also und finde ich erst einmal super, dass auch solche Themen angespricht bei euch. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Das ist auch eh irgendwo dabei, dass man eben in einer Gruppe ist, wo es nicht jeder mit jedem kann oder jede mit jeder und dass das dann logischerweise zu Turbulenzen führt und das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass man sich die Hörner ein bisschen abstößt, aber mutwillig jemanden wegen am optischen oder am sozialen oder irgendeinem Mangel aktiv wehtun zu wollen, spricht einfach für keinen guten Charakter und irgendwann im Leben kommt dann der Zeitpunkt, wo man sich für so ein Verhalten richtig, richtig schämt. Und das ist nicht schön dann. Ja, da brauchen wir nichts mehr. Das ist Amen. Das ist einfach ja, brav. Ich spiele selber seit einigen Jahren Klavier und Gitarre und ich versuche, dass ich jeden Tag übe. Wie oft und wie lange übt ihr so? Also müsst ihr euch immer vorbereiten, wenn ihr Lieder länger nicht gespielt habt? Ja, also wir... Probenweltmeister. Wir sind Probenweltmeister, das kann man nur wirklich sagen. Also wir sind, dadurch, dass wir zu zweit auf der Bühne sind und keine Band im Hintergrund haben, die uns da irgendwie durchpflügt durch unser Programm. Der Otto ist unsere Band. Ja, aber trotzdem. Otto spielt mit den Füßen also, Schlagzeug und da Klavier und dann tut er noch singen nebenher. Also das ist schon sehr beachtlich. Ja, aber ja, und danke, ich liebe dich. Nee, wieso? Ja, und aber es ist die, wir proben einfach wie die Wahnsinnigen dann. Also wir haben während der Corona-Zeit haben wir wirklich, glaube ich, wöchentlich haben wir uns getroffen, wenn wir spielen haben dürfen, dass wir einfach da am Ball bleiben und weitermachen. Währenddessen hat der Ball dann ein drittes Album geschrieben noch dazu. Also es war. Oh ja, nein, das gehört auch, das muss man schon sagen. Es ist jetzt nicht Probengang, da kann man ruhig sagen, dass das einfach wirklich beeindruckend ist. Wir können mit Lob nämlich sehr gut umgehen, wie man merkt, das ist wirklich voll cool. Nein, aber wir sind, und jetzt auch, also wenn wir wissen, wir spielen einen Monat nicht, dann sind wir definitiv. Es geht aber einfach um unser Gewissen, dass wir uns einfach besser fühlen, so wie wenn du eigentlich warst, für einen Zwarer wird es morgen reichen, ja. Und trotzdem gehst du das einmal noch durch, dass du weißt, so bin ich safe, oder? So irgendwie. Auf jeden Fall. So nein. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel probt. Also es gibt auch dieses Ding, wo man das dann überstrapaziert. Also es ist schon, täglich proben ist gut, man muss aber nicht täglich 3 Stunden proben. Mein täglich Prob. Ja, mein täglich Prob, das ist ja sehr gut. Schon mal richtig arg verspült oder einen Text vergessen beim Auftritt? Also richtig arg verspült auf jeden Fall. Text auf jeden Fall. Das ist jeden Auftritt. Und das bei jedem Auftritt vergisst einen Text. Immer. Oder geht manchmal mit Programmen auf die Bühne, die man gar nicht geschrieben hat. Aber nein, also so, dass es uns auffällt,
uns ja. Schaut, im Publikum fällt es meistens nicht auf, aber das Schöne ist, wenn dann der Blick vom Partner kommt, weil man weiß, Scheiße, jetzt habe ich einen Gatsch gegriffen. Ja? Und dann schaust du um mich und schaust, ob er es gemerkt hat, und der andere sagt, und das ist dann ein total sympathisches Scheitern ja. miteinander. Das darf auch passieren. Man darf es, genau. Keine Maschinen. Das gehört dazu. Für mich ist es unerklärlich, wo euch ein Auto immer steht. Wie kommt es wieder weg? Das ist eine der geilsten Fragen. Müsst ihr warten, dass die Leute in den Säu verlassen? Oder? Das ist eine der schönsten Fragen, die man so lange. Das ist wirklich ist völlig unerklärlich, wo euer Auto steht. Das ist wirklich super. Das ist absolut richtig. Manchmal ist das total schwer. Aber dadurch, dass wir eben zum Beispiel heute in der Nacht nur nach Regensburg fahren müssen, wenn wir morgen in Deutschland spielen, sind wir natürlich relativ froh, wenn wir schnell wegkommen, weil es doch 3 Stunden fort sind. Und wir fahren ja immer noch zu zweit und schauen, dass wir das öko-friendly hinkriegen. Deswegen haben wir meistens unsere Autos oder unser Auto heute hinter der Bühne geparkt. Da geht man dann runter, tut die In-Ears außer, tut das Headset, aber packt sie, oder unser Marc, unser netter Betreuer, packt uns dann noch sein Care-Paket ein. Und dann fahren wir meistens weg, bevor die ersten schon aus der Halle rausgehen. Wir sind voll schnell weg, ja. Also ihr fahrt halt gemeinsam? Ja, okay. Wir fahren gemeinsam. Und habt ihr einen Chauffeur oder fahrt ihr selber? Wir haben manchmal einen Chauffeur, wenn es uns zu viel ist, aber wir sind beide überschaubar gute Beifahrer. Und deshalb ist es manchmal besser, wenn man selber fährt. Musik hört ihr in eurer Freizeit oder beim Autofahren? Also ihr dürft euch jetzt noch ein paar Lieder aussuchen und die werden wir in der Radiosendung spielen. Bitte. Sehr gern. Ganz bunt gemischt, aber was man, also Otto und die haben wirklich, wirklich alles, also auch Volksmusik, also wirkliche Volksmusik, ja, wie Herbert Bixner oder solche Sachen, aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall wie immer einigen auf Herst das nicht von Hubert von Geusern, wir können uns immer einigen auf Walking in Memphis von Mark Cohen. Und wir können uns immer einigen auf. Ich bin gerade überlegt, auf so vieles. Warte mal, was haben wir? My Chemical Romance, rauf und runter. Ja, also die Band. The Black Parade von My Chemical Romance können wir uns immer darauf einigen. Gib was ganz Wortes an, eine. Hast du richtig was? Das werden sie nicht spielen. Ja, du brauchst nur sagen, okay, wer weiß gut. Es. Karma von Parkway Drive. Das ist meine Lieblingsband. Karma ganz normal und Parkway Drive auch ganz normal. Eine australische, sympathische. Kapön. Ja, Kapön, genau. Da braucht es noch eine neue Scheibe. Aber ansonsten, oh, super. Ja, es ist eine Frühstückssendung. Ja, ja, da ist man wach. Da ist wach, da bist du wach. Wir sagen allen Hörerinnen und Hörern des Schulradios des Gymnasium Freistadt einen wunderschönen Start in diesen Schultag, einen wunderschönen Start ins Wochenende später natürlich auch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und genießt euren Cappuccino. Ich brauche nichts außer die Sonne und die.